Really? Fragte der Antoine Tonville. Denn Jenny, dann ist ja alles normal gespielt hier, ne? Zumindest das Kapitel, weil er irgendwie hier nicht zwischengespeichert hat. Also nicht das Kapitel, sondern diesen Fall. Ja, aber umso besser, deshalb sind wir jetzt wieder mehr oder weniger drin, denn wir haben eine kleine Pause gemacht. Mitten im wohl skandalösesten Fall des Jahrhunderts, würde ich fast meinen. Ja, vor allen Dingen, weil alle wollen die Guillotine, alle. Ja, und wir auch. Wir auch, also und los. Louis Capet steht vor Gericht, der König höchstpersönlich. So, ich rekapituliere nur ganz kurz. So, wir waren ja schon dabei, letzte Folge ihn, die Unterschrift war ja eigentlich schon gesetzt. Ja. Die Tinte war doch eigentlich am Trocknen. Und dann eskaliert das Volk. Ja, absolut. Dann haben wir kurz uns mit den Leuten auseinandergesetzt. Sie haben neue Beweise vorgelegt. Er soll Schriftstücke versteckt haben. Genau. Und die wollen wir uns jetzt mal genau angucken. Und es darf nicht zu lange dauern. Wir dürfen jetzt nicht mehr zu viele Fragen stellen, weil sonst gehen die auf die Barrikaden. Ja, genau. Und das habe ich mir gemerkt. Ja, stimmt. Genau. Ich glaube, das hatten wir uns schon. Weil dass die Jury jetzt nicht mehr überzeugt ist auch davon, das finde ich seltsam. I hate nothing. Genau, das hatten wir uns so angeguckt. Er sagt, er bestreitet die Vorwürfe. I kept your correspondence well hidden. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Getan, ne? Das hatten wir auch. Weil er sagt, jeder hat so einen Tresor. Genau. So, die Wache ist da. Wissen wir, was, also, ja. Die People sind irritiert. Irritiert ist auch ein nettes Wort für, sie schneiden dir gleich die Kehle durch, oder? Mhm. Also. Wir müssen jetzt mit ganz wenig Fragen die Jury von der Guillotine überzeugen. Prinzip, ja. Beziehungsweise, vielleicht sind sie es ja schon, sie zeigen es noch nicht. Könnte man jetzt eigentlich sofort sagen, komm, Hinrich, den Scheiß drauf. Könnte man. Aber dann werden wir ja wieder nach Fakten gefragt, die wir nicht beantworten können. Das können wir nicht machen. Fakten spielen hier keine Rolle in diesem Prozess. Ich gucke nur ganz kurz. Wir haben. Also, warte mal. Das war die erste Seite, die haben wir schon. Oh, Gottes Willen. Das haben wir letzte Mal uns angeguckt. Nur das ist, glaube ich, eine neue. Ja, ja, genau. Evidence in order issued by Marshal de Broglie. To Baron de Beceval, instructions issued by the Minister of Internal Affairs Jean-Marie Roland, a letter from Emperor Leopold. Leopold II. Das ist der von Österreich? Ich glaube ja. So. Und der Duke ist der Herzog, ne? Herzog von Braunschweig und Charles William Ferdinand? Nee, aber mal gucken, wer der was soll ich genau Leopold kommen? II. ist. Ist das der, es ist Emperor Leopold. So, es muss, ja, genau, ich wollte sagen. Es ist Kaiser, es muss dann der österreichische sein. Ja, aber ich kann trotzdem. Der Olle Habsburg. Nee, ganz sicher, sonst bleibt ja keiner mehr. Genau, dann haben wir dieses Schriftstück, Case for the deputies of the so-called National Assembly are to be carefully questioned. And if any of them should display common sense and cease to support the assembly, reward him with extraordinarily high allowance forward his majesty's thanks. Okay. Also, das ist unübersichtlich mit den Seiten. Mhm. Dann haben wir das. Er ist Belgier. Ist der König von Belgien. Steht hier. Okay. Also hier steht Leopold der Zweite. Mhm. Eigentlich Leopold Ludwig Philipp Maria Victor. Die Zeit nehmen wir aus uns. Aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha war 1865 Herzog von Brabant und Prinz von Belgien. Ey, immer diese Sachsen, ganz ehrlich. Sondern nie was Gutes hergekommen. Wie hat das, was sieht aus? Mega den Bart. Hallöchen, mein Freund. So, und Ferdinand ist der Österreicher, glaube ich, oder? Muss es ja dann, ne? Ferdinand ist ja auch so ein Ferdinand, Habsburger Name. Der wievielte? Charles William Ferdinand. Also, ja, genau. So lange kannst du ja unser. Ja, ich studiere hier weiter die Papiere. We trust that with God's grace and help, His Majesty will soon arrive within the imperial borders for us to grant HM as well as our beloved sister's safety and to potentially take the steps necessary to re-establish the national European order within the borders of France. His Imperial Majesty, the Holy Roman Emperor, King of Hungary, Bohemia, Croatia, Dalmatia, Slavonia, Galicia, Londomeria, etc. Leopold II of Habsburg. Huh? Yeah, genau, okay, Leopold. Charles William Ferdinand ist Duke of Brunswick. Ah ja, genau. Und Leopold II.? Also von Braunschweig. Hä, aber Leopold II. Habsburg. Ja, aber der Ferdinand ist Braunschweiger. Aber hast du nicht gerade gesagt, Leopold II. Wäre der belgische Prinz? Nein, Charles William Ferdinand ist Braunschweiger. Und wer ist denn der belgische?
Na, der andere, den wir gesagt haben. Hast du nicht gesagt, es wäre Leopold? Ja. Aber das ist Leopold der Zweite, ist aus dem Haus Habsburg. Aber hier steht Belgien. Bei Wikipedia. Ja, aber guck mal auf die Jahreszahl. Oh, Entschuldigung. Okay, das habe ich nicht. Ich habe das eben vorgelesen, das ist dir nicht aufgefallen, mir auch nicht. Vor allen Dingen, ich habe auch mich nicht gewundert, dass es ein Foto von dem gibt zu der Zeit. Das stimmt. Kurzes Quiz, wann wurde die Fotografie erfunden? Sicherlich zur Französischen Revolution. Okay, Leopold II. Ist natürlich der habsburgische Kaiser. Ich habe mich darüber auch nicht gewundert. Und er schreibt also, dass man mit Gottes Hilfe, und dieses blamieren wir uns ja. Ah. Mann, es ist schon spät, ich bin müde. Ja, also, Leopold II. Ja, von diversen Ländern der Kaiser. Also letztlich Österreich-Ungarn. Ja, das haben wir auch richtig geschlussfolgert. Unsere Gehirne haben ja gesagt, das muss bietet eigentlich seiner Majestät quasi Schutz an in den Grenzen des Heiligen Römischen Reiches und auch seiner Schwester natürlich, Marie Antoinette, für die, die es nicht wissen, die kommt nicht aus dem Habsburger Haus. Tatsächlich ist ja ganz spannend, dass die Ehe zwischen Marie Antoinette und Leopold, Mann! Es ist alles Inzest, und dem 16. hier, Louis Capet nennen wir ihn jetzt einfach mal nur noch, im Prinzip die komplette Bündnispolitik dieses Jahrhunderts umgekrempelt hat. Weil bis dahin waren Österreich und waren die Bourbonen und die Habsburger Todfeinde. Und mit dieser Ehe oder im Zuge dieser Ehe mit Marie Antoinette, also einer österreichischen Prinzessin, kam es erst aber zu so dieser Umkehrung, ja auch. Umkehrung der Machtpolitik. Alles Familienpolitik, ne? Ja. Deshalb war das auch so wichtig. Ich meine, wenn ich überlege, so ein bisschen, wenn ich an England, nicht England zu dem Zeitpunkt denke, ne, mit der spanischen, ne, die haben ja eine spanische Ehe eingegangen und dann wollten sie ja die loswerden, er wollte sich scheiden lassen und dann hat er der Kirche abgesagt und ja, was du meinst, dem Katholizismus abgesagt, weil er sich nicht scheiden lassen macht seine Religion. Also ich meine, da macht man seine eigene Religion, Leute, wenn man die Krone aufhat. Das Geile in der Geschichte mit Heinrich ist ja auch, dass der köpft ja dann, die erste ist ja, die köpfen, das ist ja dann Anne Boleyn. Das ist die erste seine, für die er diese ganze Nummer veranstaltet, die köpft er dann später. Ja. Danach köpft er, glaube ich, noch zwei andere. Ich weiß nicht, ich glaube, eine andere wird noch geköpft. Eine kommt, glaube ich, überlebt es, glaube ich, sogar noch oder kommt ins Gefängnis oder sonst was. Aber seine eigentliche Ehefrau von Anfang an, ne? Katharina von Aragon, ja, die genau. Überlebt den ganzen Scheiß. Ja, die hat ihm ja auch nichts getan. Ja, aber was haben denn die anderen getan, bitte? So, Fokus hier. Wir schweifen ab. Wir haben noch den letzten Brief, der jetzt aber von Braunschweig-Lüneburg. Vom Herzog. Your Grace, soon we will come to your Majesty's rescues. Majesty's rescue. However, for the time being, I implore your Majesty. Ah, das ist ein Y. Das habe ich nicht kapiert. To muster loyal troops that remain loyal. I shall issue a warning to your Majesty's subjects that any and all who dare raise a hand against your Majesty would suffer the direst of consequences. My armies await my orders to curb the tide of anarchy in your Majesty's country. So, das zusammenfasst kann man also sagen, die europäischen Monarchien wollen die eigentliche Ordnung wiederherstellen und empfehlen entweder beziehungsweise Schutz, bieten Schutz an und empfehlen loyale Truppen auszuheben, zu aufzustellen, klar, die auch loyal bleiben. Ich meine, das ist im Endeffekt, ist es ja auch so ein bisschen, also diese französische Revolution, sagen wir mal europaweit betrachtet, für die großen Geschlechter und Leute mit Power ist ja auch gefährlich. Das ist für ganz Europa gefährlich gewesen. Das ist gewesen. Die Katastrophe des Jahrhunderts für die gewesen. Richtig, also kein Wunder, dass auch Feinde und okay, sagen wir mal Leute, die eigentlich neutral zueinander stehen, da voll. So, wir müssen neue Fragen erarbeiten. Okay. Wir haben die Methode. Den Letter, also den Brief. Ne, ich dachte, wir gehen erstmal. Also wir haben die Eventkette, wir haben die Methode, die Konterrevolution und die Beweise. So, Beweis ist ja wohl offensichtlich eine Reihe von Briefen. Ja. Das heißt, wir haben den Letter. Mann, den Brief. Ja, das ist mir überhaupt was. Ich kann das nicht, ey. Beweis. Keine Falle, richtig? Wir haben den Brief vom Herrscher. Vom Kaiser. Für sie immer noch Kaiser. Für mich ist es kein Kaiser. Dann haben wir Unterdrückung der Revolution, die Order des Ministers, das für den Internal Affairs, also den Innenminister und der Versuch. Die Order des Ministers. Aber es ist doch, die Order gibt es auf Deutsch. Ich gebe ihnen die Order dieses Ministers. Ja, klar, aber den Befehl sagt man trotzdem. Ja, also, der Fluchtversuch ist ja eigentlich
Eventkette. Ja, klar, würde ich auch sagen. Nicht die Methode, und es ist auch nicht konterrevolutionär. Oder es könnte auch ein Beweis sein, natürlich. Ein Beweis für seine verräterischen Absichten der Revolution gegenüber. Ja. Es könnte, kann auch beides sein. Nicht. Nicht beides. Dann Unterdrückung der Revolution ist, naja, Konterrevolution, ja, oder? Absolut, natürlich. Die ministeriale Anweisung ist für mich eigentlich... Ich weiß nicht. Ja, die ist mehreres, wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich ist die auch glaube, die Methode. Ich glaube, sie könnte sie auch Methode sein. Ich wollte sagen, sie ist bestimmt die Methode. Gut. So. Stellen wir Fragen. Aber nicht zu viele. Also wir müssen die jetzt einmal durchgehen und uns schnell entscheiden. Ne, ich glaube, schnell müssen wir nicht entscheiden. Also die Zeit läuft doch jetzt hier nicht. Nee, die Zeit nicht. Aber was läuft ist, also mit jeder Frage ist ja, das geschrieben. Das meine ich mit genau, schnell. Genau. Also wir dürfen jetzt... Es gibt keine Realtime. Wir werden nicht... sowas fragen. Wir spielen kein RTS. Richtig. Wollen wir uns diese Frage überhaupt... Ja. Ich glaube, wir nehmen diesen Prozess nicht ernst genommen. Also. Seit wir es nicht hingekriegt haben, seit wir Leopold II. Aus dem 19. Jahrhundert mit unserem Leopold verwechselt haben, weiß ich auch echt nicht mehr. Aber du hast ja auch das Bild. Ich glaube, ich gebe auch einfach jetzt beim Rausgehen aus dieser Folge dann mein Bachelor in Geschichte an der... Also so einen habe ich. Aber viel schlimmer ist ja, dass wir es nicht checken. Dass aber Wikipedia, ich finde es viel witziger, dass Belgien ist jetzt nie das Land gewesen, was so riesen Einfluss hatte, dass der erste Eintrag der belgische Typ aber ist und nicht der, den wir gesucht ja, haben. Ja, weil das der Schlimmste von allen ist. Ich glaube, dieser Leopold II. Ist derjenige, und oh Gott, jetzt kann ich mich das nächste Mal in die Nesseln setzen. Nee, es ist derjenige, der sich den Kongo als quasi Privatbesitz gehalten hat. Das war de facto eine Kolonie Belgiens, aber eigentlich... Privatland auch Leopolds II. Wurde, glaube ich, später dann von der Regierung übernommen. Und da hat er ganz, ganz furchtbare Gräuel im Kongo angerichtet. Das ist richtig übelster Sorte gewesen. Deswegen kennt man den, glaube ich. Hier, Kongo. Ja, war. Ja, sein Vorgarten im Prinzip. So, zu meiner Ehrenrettung diese Geschichte. Und jetzt googeln die Leute die und denken sich, what the fuck, nein. Das gebe ich trotzdem meine Bachelor-Geschichte nachher hier am Ende ab in dieser Folge. Okay. Aber nein, dass wir es nicht auf die Kette kriegen, dass das ein fucking Foto von dem Mann war. Ja, aber das habe ich doch gar nicht so empfunden gerade. Und gar gewählt, ja. Such den mal, Leute. So, jetzt aber hier Fokus. Die Leute rollen schon mit den Augen. Also. You were aware of the plans of the Emperor and Duke of Brunswick. Why did you not... Also wahrscheinlich, warum hast du nicht gesagt, niemals? Ja. Ich stehe zu meinen Leuten, ich stehe zur Revolution. Was the accused responsible for the attempts to bribe... Also, ist er für diese Bestechungsversuche verantwortlich? Then why would the emperor mention shortly before the journey that he expected to see you? Me? Sind diese Fragen jetzt so gebaut, dass sie... Die haben ja schon ein Ende, ne? Dass wir das Ende... Wir müssen uns das Ende denken aus dem, was wir gelesen haben. Ne? Sie. Und das ein bisschen klarer... Das finde ich schön übrigens, weil ich dachte mir bisher, zum Beispiel das hier, ich habe mich in den früheren Folgen schon gefragt, wäre es nicht cooler, wenn das nicht da wäre? Oder wäre es zu krass? Wenn wir nicht wüssten, wie die Leute darauf reagieren, wenn wir es aus der Frage uns ableiten müssen, quasi selber. So ist ja ziemlich obvious dann, ne? Ja, aber 2-3 Mal hatte ich das Gefühl... Hat es trotzdem nicht, mit der Jury hat es nicht übereingestimmt. Die Jury hat manchmal aus solchen Sachen auch was Mittleres gezogen. Sicher? Ich meine nicht. Ja, weil in der Frage haben sie manchmal die Dinge ins Negativere gedreht, als die Frage eigentlich war. Ich meine, wenn das hier steht, dann ist das auch im Endeffekt wirklich der Effekt. Aber es ist der Effekt da oben hin. Nein, das ist der Effekt hier. Auch. Jury. Also ich glaube auch sehr, nein, warte. Manche Fragen habe ich habe das beobachtet, wie groß das, wie krassen Impact das hat, weil sobald da was auftaucht, sieht man ja auch da diese... Jenny, du musst da nicht mit dem Finger zeigen, dich sieht man dieses Teil, was steigt. Und du, wenn du mir was erklärst, machst du das auch die ganze Zeit mit den Händen. Ja, ich sag ja nur, dass du dann immer so am Mikrofon vorbeiredest. Genau, und aber was mir aufgefallen ist, mancher bei den Fragen, die sehr ins Negative gehen, in die Guillotine, steigt dieser Balken gar nicht so sehr, aber manche Fragen... Aber er steigt. Die eher ins Gefängnis gehen, steigen prozentual trotzdem manchmal mehr... Ja, und okay. Das finde ich ist so ein bisschen. Ich sage ja nicht, dass die Fragen nicht steigen. Also, ich sage nicht, dass sie nicht auch unterschiedlich einen Einfluss haben können, aber sie haben immer den Einfluss, der hier steht. Richtig, gut, aber dann sind wir jetzt doch seit 5 Minuten einig und nein, machen jetzt weil, weiter. Weil
Manchmal ist der Einfluss aber größer oder kleiner, Mann. So, did he accused intend to lead the Emperor's forces to France? Okay, das ist eindeutig. Citizen, would you call Minister Jean-Marie Rolland a loyal servant? Ist das ein loyaler Mann oder nicht? Was the Swiss Guard going to help during the Duke's attack on Paris? Sorry, ich wollte dich gar nicht so abhaken. Aber stell dir jetzt mal vor... Wir waren das eigentlich seit 10 Minuten. Hier bei dieser Frage. Stell dir jetzt mal vor, da würde kein Zeichen stehen. Du wüsstest doch überhaupt nicht, was derjenige, der da reinkommt, sagt. Ob es negativ oder positiv geht. Ja, aber weißt du das sonst, wenn du ein Gericht dafür bist? Ja, hast du sonst Barometer? Nein, darfst, eben nicht. Nee, und darfst du... sonst macht das Spiel halt schwerer. Nein, du müsstest es natürlich entsprechend designen, dass es dir schon irgendwie aus dem ganzen Kontext herleiten kann, aber ein Risiko musst du natürlich eingehen. Das ist, stimmt, aber das impliziert ja, dass du von Anfang an in eine bestimmte Richtung willst. Also mein Argument ist eigentlich, wenn man das hier impliziert, dass ich in eine bestimmte Richtung gehe. Richtig, also ich wollte doch nur damit sagen, man braucht diese Scheiße da an der Seite eigentlich so oder so nicht, weil du bist ja neutral als Richter. Eigentlich kann es dir scheißegal sein, in welche Richtung es geht. Jenny, wir reden seit letzter Folge, wir haben sofort gesagt, wir wollen den ja, Köpfen. In diesem Fall. Wir sind das Gegenteil von neutral. Aber er ist ja auch schuldig, obviously, deswegen... So. You were aware of the plans of the Emperor at the Duke of Brunswick. Why did you not warn the National Assembly and the Army? Wir hatten recht. Die Frage wird vervollständigt. You need to speak up. I did not deem their threats serious. Okay. That reeks of treason. Allow me to quote. My armies await my orders. Does that not sound like a serious threat? Das ist schon eine relativ ernste Bedrohung, wenn du das sagst. Ja. Meine Armee erwartet noch auf meine Befehle. Prince Charles is impetuous. Oh, impetuous, But I never once thought he would dare to attack France. So, er sagt natürlich, hätte der es nie gewagt, Frankreich anzugreifen. So, wir bleiben auf der dunklen Seite der Macht, oder? Das ist keine neue Frage dazu. Nee, aber ich gucke gerade, ob das Barometer im Hintergrund, das sieht man dann leider noch nicht. Ein bisschen, ja. Wir waren gerade noch hier. Aber wir wissen auch, wenn es über diesen Strich geht, explodiert es, oder? Eine Explosion ist hier, aber hier wird es kritisch, glaube ich mal. Ich meine, ich war hier auch noch nicht. Okay, wir dürfen noch, ich vermute, wir dürfen okay, nur noch eine Frage stellen. Okay, such dir mal, welche willst du fragen. Also ich habe einen klaren Favoriten. Das untere. Ja. Did he accuse intent to lead the Emperor's forces to France? I certainly did not. In this letter, the Emperor was quite clear about his intentions to return order to France. I do not know the plans of Emperor Leopold, but I do know that I would never allow anyone to spill French blood. Kein französisches Blut soll vergossen werden, Jenny. Mhm, als ob. Nur seins. But you must admit that such an offer from an enemy government paints you in a bad light. Dear God, it is merely personal correspondence from my brother-in-law. Lediglich persönliche Korrespondenz mit seinem Schwieger... Nee, fett. Doch, Schwager. Schwager. Nicht Schwiegersohn, Schwager. Schwager. It is not personal when the letters exchanged are by rulers and deal in matters of national security. Ja, komm. Ja, perfekt. Jetzt geht's zur Guillotine. Wir haben alle Dokumente uns durchgelesen, wir haben hier, waren, ja komm. Jetzt kommen nur wahrscheinlich 2, 3 Fragen, die wir nicht beantworten können, aber vielleicht können wir sie wieder uns herleiten. Also, ja, wir verurteilen Louis Capet, seines Zeichens ehemaliger König von Frankreich, Ludwig der 16. hiermit zum Tode durch die Guillotine. Ja, ich unterschreibe, du besiegelst. Ich darf besiegeln. Mhm. Zack. Es ist eindeutig, finde ich. Also die Beweislast liegt schwer. Und wir als Freund des Volkes müssen jetzt Fragen beantworten. Hat der Angeklagte gestanden? Nein, natürlich nicht. Er hat nicht gestanden. Wer... Who was corrupting politicians at Citizens Café? Also wer hat Politiker korrumpiert?
Der Innenminister, ne? Mhm. Der die Bestechung gleich abgeschrieben hat. Jean-Marie Ronan. Mhm. Das finde ich so geil, aber diese Mechanik, dass am Ende... Ja. Oh Gott, das ist klein. Did Citizen Capet explain his reasoning behind Ronan's mission of corruption? Das Problem ist jetzt... Wir haben natürlich nicht alles gefragt. Wir haben vor allen Dingen jetzt eine Woche nicht gespielt. Ganz kurz, also... Hat er die Gründe hinter dieser Mission von Ronan erklärt? He claims it was merely a jest. He denies... Jest ist, glaube ich, Spaß, oder? Ja. He denies the situation took place. Also er lehnt... Also es wäre niemals zu diesem Gespräch oder zu diesen Dings gekommen. Ah, apparently he misspoke. Boah, ich bin nicht... Weiß das jetzt eigentlich nicht. Ich kann mich nicht mehr gut dran erinnern, weil es jetzt eine Woche her ist. Es ist ein bisschen ungünstig, dass wir dann nicht so früh jetzt weiterspielen konnten, aber ich... Ich versuche mich zu erinnern. Lass uns... Ansonsten überlegen wir mal. Ihr könnt es auch erstmal aufschieben. Why did Citizen KP not warn the National Assembly about the Duke of Brunswick's plans? Er hat gesagt, er hat es nicht ernst genommen, ja. Oder so, ne? He did not consider... Yeah, the threat to be serious. Serious, ja. Okay, dann... Dann schalte du. Hat er... Was wird er gemacht haben? Apparently he misspoke. Denies... Ja, ich glaube, er sagt einfach, es ist nicht passiert. Ich glaube Tatsache, dass er behauptet hat, das wäre. Ja? Machen wir jetzt einfach, ja. Na dann. Zack. Unterschreibt das mal. Gucken, ob Monsieur Tonville das auch unterschreiben will. I sentence Citizen Capet to death by guillotine. Take the convict away. Long live the people! Down with the tyrant! Ah, okay, eins war falsch. Good job. Ah, ja, gut. Ah, sagt uns aber nicht, was richtig war. Ja. So, ganz kurz. Boah. Die Revolutionäre sagen, jawohl, wir stehen hinter euch. Das Volk lernt uns auch wieder zu lieben. Sehr gut. Also. Und die Jury sagt auch, okay. Rotation endlich wieder hoch. Guck mal, wir kriegen hier sogar Blümchen. Sehr gut. Oh, jetzt kriegen wir jetzt ein Video. Das nehmen wir noch mit, ne? Ja, klar. Video? Ja, komm. Ach, sind auch nur erst 22 Minuten. Und 10 Minuten davon haben wir drüber geredet, dass wir... Mhm. Haben uns gestritten. Do they understand? Their excitement was stronger than the smell of the fresh wood the guillotine was made from. Do they know what's about to happen? Sheep that only now realize they used to have fangs and claws. One thought guides their clenched fists. To bow before the new, uncompromising idol with a shining steel crown. I too have felt their eyes on me, just like him. A silent assistant in this ritual of new faith. A random acolyte, scared, doubtful. Will not the old gods seek vengeance for this treachery? He abandoned them all too easily. Zack. I was unable to understand their screams. I only tasted the stench of their sweaty bodies. But I could hear one thing perfectly. Bring us the king. Maybe I could win the heart of the crowd. Sagen wir. Hm. Oh, Rede? Rede, okay. Ach, Jesus. Okay. Earn the favor of the crowd by delivering a speech or proceed directly to the execution. Jenny, Rede oder Exekution? Willst du eine Rede halten? Ja. Okay. Es ist ja auch ein historischer Moment. Richtig. Der Speech. Remember, once you start your speech, there's no going back. An awkward or clumsy speech will earn you nothing but ridicule from the audience. Ja, das ist ja irgendwie logisch. Ja, wir werden eine Rede liefern, wie sie in die Geschichtsbücher gehört. The crowd's attitude, ihre Einstellung, depending on your reputation, the crowd will
be more or less aggressive. Ja, wir sagen denen halt genau das, was wir hören wollen. Also so funktioniert sowas doch. Ziel erfüllt. Okay. Also. Geil, das ist... Rede, oder? Weil ich glaube, da kann man... Ja. Ich meine, wahrscheinlich kannst du Reputation gewinnen oder verlieren. Halt richtig, immer. Aber ja, klar, come on. Außerdem wollen wir es mal ausprobieren. Gerade jetzt. Also. So. Wir sprechen über das Verbrechen, den Angeklagten, und wir sprechen über die Revolution. Oh, da müssen wir aufpassen, natürlich. Hier könnte man... Zeigen... Ich habe das System noch nicht ganz gecheckt, bin ich ehrlich. Darf ich ganz kurz einmal was gucken? Ja. Gib mal das her. Withdrawn. Check doch mal, was genau Withdrawn eigentlich hieß. Das ist eigentlich, das haben wir letztes Mal schon mal nachgeguckt, ne? Das ist was irgendwie sowas wie, ich kenne to withdraw nur als Verb quasi, dass man es zurückzieht. Aber dann zurückgezogen hieße ja so ein bisschen bedeckter. Warte mal, hier. Das heißt auch zurückziehen, aber es hieß noch was anderes. Ja, genau, im Sinne von emotional. Verschlossen, entzogen, zurückhalten, reserviert. Reserviert ist gut, okay. Genau. Also wenn wir über das Thema Revolution sprechen, dann sind sie reserviert. Das heißt, wir dürfen da nicht zu aggressiv sein. Wir dürfen nicht aggro sein. Wir müssen da so ein bisschen... Aber auf keinen Fall careless. Das heißt, so ein bisschen settled quasi arbeiten. Ja. Manipulation habe ich nicht ganz gecheckt. Okay. Naja, da manipulieren wir ihre Meinung. Irgendwie. Oder versuchen das zumindest. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass wir hier tierisch auf raufhauen können. Ja. Wenn es um den Angeklagten geht, die hassen den irgendwie, das ist ganz ehrlich. Ja, genau. Und bei der Revolution selbst sind sie vielleicht unsicher, sorry. Genau, und bei dem Verbrechen, das Verbrechen ist auch richtig schlimm, ich meine, er hat Landesverrat begangen. Ja, komm, oder? Ja. Ah, guck mal, interessant. Aggression, a perfect argument, a weak argument, a weak argument? Ah, jetzt kann ich aber nicht zurück, oder was? Nö. Man soll sich ja auch nicht, man soll sich ja einmal entscheiden können. Aber jetzt sagt er, dass das ein schlechtes Argument sei? Oder ein schwach? Wirst du ja sehen. Ich kann jetzt... Wenn du... Was passiert denn, wenn du jetzt auf Reveal bei dem in der Mitte klickst? Dann siehst du nur die Einstellung, oder? Your enemy's attitude towards the subject. Dann wird sich wahrscheinlich nichts ändern, rechts. Aber ich würde das jetzt mal aufdecken. Aber nicht bei dem Grün, weil da haben wir es ja richtig. Ich würde es eher aufdecken. Ja, deshalb wollte ich wissen, was das eigentlich ist, um zu sehen, inwiefern das dann funktioniert. Das war mein Argument. Ja, okay, aber ich dachte, ich habe gehofft, dass wenn man das aufdeckt, dass man maybe das nochmal ändern darf. Ja, machen wir das. Okay, sie sind hypersensibel, wenn es um den Angeklagten geht. Das darf man dann nicht zu... Okay, sensibel, also nicht zu aggressiv. Ja. Dann müsste man hier wahrscheinlich auch in die Richtung gehen. Ja. Aber wenn sie reserviert sind, ich dachte, wenn man reserviert ist, dann geht mir auch so ein bisschen Carelessness. Also careless dachte, hört sich so an, so wie, naja, ist nicht wichtig. Aber wir konnten auch letztes Mal, als wir geredet haben, hier noch anpassen eigentlich. Ja. Dann machen wir mal weiter, ne? Mhm. So, jetzt könnte ich an... Ah, da haben wir ja den richtigen Punkt gesetzt. Ja, genau. Bleib ich dabei. Aggression. Ja. Jetzt redet halt, Guillotine would almost be a paradigm. Such a hideous state demands torture. Should we torture him? Folter, Jenny? Ja, und? Und? Was sagt die Menge? Also, ich muss weiterklicken einfach. Ja. Yay! Sie sind. Okay, jetzt können wir hier jetzt was anderes wählen? Ja, warte mal, da waren sie zurückhaltend. Ja, genau. Das wollen wir jetzt auch zurückhaltender sein. Ja, versuchen wir. Beziehungsweise, mal. Sie waren hypersensibel. The criminals belong in the grave. Only then can we build a better future. War das gut oder? Ich habe nicht hingeguckt. War das gut oder schlecht? So, und hier waren wir jetzt, da waren sie zurückhaltend. Ja, das fanden sie ja auch nicht gut, was wir gemacht haben. Müssen wir jetzt eher... manipulativ sein? Wir manipulieren mal ein bisschen. Ja. We're not worthy of that freedom if we let the old system and rotten morality poison our country. Wir sind nicht würdig. Wir müssen alle hinrichten. Oh ja, das fand sie sehr gut. Das war gut. Okay, das merken wir uns. Okay, bevor du weiterklickst, ich habe jetzt eine Frage, was ich nicht verstehe. Ja? Wenn man schon, also man kann aufdecken, wie die stehen, aber man hat ja eigentlich eh schon eine doppelte Chance, weil er dir ja dann sagt, das ist seltsam. Wenn ihr das checkt, dieses System, gern nochmal einen Tipp, wie das genau funktioniert. Ich habe das Gefühl, irgendwas haben wir nicht gerafft. Es gibt ja auch ein, zwei unter euch, glaube ich, die es schon mal jetzt auch gespielt haben. Gerne mal einen Kommentar dazu, das würde uns sehr, sehr helfen. Genau, weil irgendwie habe ich das Gefühl, man kriegt eine doppelte Chance. Oder kriegen wir selber, oder kriegen wir Punktabzug intern,
wenn wir uns anders entscheiden, als wir uns vorher entschieden haben. Das könnte natürlich sein, dass man dann mehr gewinnen könnte und von Anfang an richtig liegt, aber keine Ahnung. Aber keine Ahnung. Naja, wollen wir zur Tat schreiten? Ja. Der Kopf wird rollen und ich wette, man wird ihn sehen. I die as an innocent man. I forgive my enemies. Wow. Pull the rope! For the revolution! Jenny, das Volk. Ich, das Volk. Pull the rope! Du musst das Rope ziehen, glaube ich. Oh! Wollen wir es gemeinsam tun? Okay, wir drücken zusammen. 3, 2, 1. Und wir... So, ich würde sagen, essen kann ich jetzt gerade erstmal noch nicht. Jetzt bräuchte ich erstmal eine Pause. Ja. Danach gucken wir, was hier das Tischgespräch ist. Ich glaube, wir haben den größten Fall unserer Karriere bisher. Auf jeden Fall. Ich meine, welcher Richter kann sagen, dass er einen König geköpft hat? Come on. Heutzutage. Die werden halt auch immer weniger, ne? Heutzutage? Ja. Ja, es gibt halt viele, also ja, sagen wir mal in Europa zumindest. Ja, nee, doch, ja, gut, es gibt schon noch viele europäische, naja, ich nehme es zurück. Es gibt viele europäische Königshäuser, aber die haben halt nicht mehr dasselbe Standing natürlich. Ja, das ist auch nicht mehr das gleiche heute einfach. Ne? Ich würde sagen, das Königshaus, was so am meisten in den Medien ja mit auftaucht, ist auf jeden Fall das von der Insel logischerweise. Ja, weil es quasi Disneyland ist. Aber genau, aber da wird man ja auch nicht... Da gäbe es ja gar keinen... Also da würde man jetzt ja nicht die Queen köpfen. Nur so als, ne? Das ist ja irgendwie eine ganz andere Zeit. Ach so, würde man nicht hin, ne? Nee, weil sie ja ihrer Macht enthoben sind. Ja, auch, hat auch nichts damit zu tun, dass man heute nicht mehr Leute köpft. Ja, wer weiß. Es gibt die Todesstrafe in manchen Ländern ja immer noch, nur nicht durch die Guillotine. Sollte man nochmal drüber nachdenken. Ja, schöne Folge. Tut mir leid, dass ich dich hier so ein bisschen... hab. Das war aber gar nicht böse gemeint. I know. So, ja, schön. Ja, schön, wir haben einen König geköpft. Ich bin stolz und wir hören jetzt auf. Tschüss. Tschüss.